Meine Hörer erfahren an dieser Stelle womöglich zum ersten Mal etwas von Neumann. Neumann war groß, das ist wahr. Ich kannte den Mann, habe ihn allerdings aus den Augen verloren. Dass ich auch Hartmann kannte, wird meine Hörer vielleicht in Erstaunen versetzen, obwohl ich mich kaum noch an ihn erinnere. Er war noch größer als Neumann. Das spielt aber wirklich keine Rolle. Es ist wirklich nicht nötig, darüber zu sprechen. Ich möchte überhaupt, um Enttäuschungen zu vermeiden, darauf hinweisen, dass ich mehrere große Männer kannte, von denen ich das, was der Rede wert wäre, vergessen habe. Lehmann zum Beispiel. Er war ein Freund verblüffter Gesichter. Er ließ, nur um ein verblüfftes Gesicht zu sehen, Leute mitten im Schlaf verhaften und abführen. Das verblüffteste Gesicht machte allerdings Lehmann selbst, als ich mich schließlich entschloss, die Worte »Ich habe Lehmann vergessen« niederzuschreiben. Danach vergaß ich den Mann. Ich habe auch Hauptmann vergessen, den man vor Jahren den deutschen Hoffmann genannt hat, und Hoffmann vergessen, der manchmal mit Baumann verglichen wird. Baumann habe ich auch vergessen. Unvergesslich ist mir dagegen Beckmann geblieben. Das ist nur ein Beispiel. Auch Reimann ein weiteres Beispiel. Der Mann war so grundsätzlich von der Dunkelheit der Welt und seiner eigenen Verlorenheit überzeugt, dass er in jedem denkbaren Missgeschick den Beweis für seinen bevorstehenden Untergang sah. Er geriet in große Erregung, wenn sich ihm beispielsweise ein Mensch mit einer angesteckten Zigarre näherte, und es kam vor, dass er auf eine solche Zigarre zusprang und sie aus dem Mund herausriss. Die Folgen ertrug er gefasst, doch auch Reimann wurde eines Tages vergessen. Nicht viel besser erging es Lohmann. Lohmann versuchte, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, indem er die Frau einer hochgestellten Person durch Leidenschaftsbriefe, heftiges Nachreisen und Hutschwenken belästigte, aber darüber rede ich nicht. Lohmann war nicht beliebt, ging unter und wurde vergessen. Der Liebling des Publikums dagegen war Schumann. Nicht etwa wegen seines Sieges am Seitpferd, sondern aufgrund seiner kräftig ausgebildeten Füße. Sobald er erschien, rief man »Bravo, Schumann«. Überhaupt hatte sich Schumann durch seine vorzüglichen Sprünge die größte Achtung erworben, obwohl man auch das schon vergessen hat, vermutlich weil der Geschmack der Hörer sich fortwährend ändert. Vielleicht ist jetzt nicht der Moment, davon zu sprechen, aber schweigen möchte ich auch nicht. Ein Mann fand es gut, eine Sammlung anzulegen, und da er sie gegen Staub schützen wollte, brachte er sie in gut schließenden Kästen unter, die er in gut schließenden Sammlungsschränken aufbewahrte, welche er in geschlossenen Räumen aufstellte. Dieser Mann konnte in dieser Beziehung nicht vorsichtig genug sein. Also wählte er Räume in abgesperrten Häusern, die in wenig befahrenen Straßen standen, die in menschenleeren Ortschaften lagen, die er in verlassenen Landschaften fand, in weiter Ferne von jedem Leben. Es war freilich ein Unglück, dass dieser Mann seine Sammlung niemandem zeigen konnte. Das wiederum war deshalb nicht ganz so übel, weil dieser Mann unter den geschilderten Umständen gar keine Sammlung anlegen musste.
Er also die Kästen, die in den Schränken, in den geschlossenen Räumen, in den abgesperrten Häusern, in den wenig befahrenen Straßen, in den menschenleeren Ortschaften, in den verlassenen Landschaften standen, in weiter Ferne von jedem Leben, auch nicht öffnen musste. Dann und wann, wenn Besuch kam, zeigte er aber die zur Sammlungsaufbewahrung vorgesehenen, ganz und gar staubfreien Kästen. Ein Mann verbrachte nach einem Bodenkammerdiebstahl seine Zeit mit einer Dame, der erzählte, er sei in Italien gewesen, um sich als Kunstmaler auszubilden. Man habe ihn dort mit einer reichen Witwe verheiraten wollen, er habe sie aber niedergeschossen und sei dann als Vortragsreisender tätig gewesen, außerdem Autor eines Theaterstücks, das unter Beifall in Bern und Berlin aufgeführt worden sei. Seine soeben fertiggestellte Oper habe in Kürze Premiere unter dem Titel »Bei Einbruch der Dunkelheit«. Darüber hinaus stehe er mit einer Verbrecherbande in enger Verbindung, mit der er sich nachts durch Lichtzeichen verständige. Eines Abends steigerte er die Spannung, indem er sich eine Maske aufsetzte und von der großen Gefährlichkeit der Stich- und Schusswaffen sprach. Danach legten sich beide nieder, um sich mit ihrer Zukunft zu beschäftigen. Ich besitze Geschmack genug, nicht darüber zu reden. Ein Mann hörte in seinem Zimmer, dass etwas tropfte. Da stellte er einen Eimer unter das Tropfen, aber der Eimer hatte ein Loch. Da stellte er den Eimer in eine Schüssel und weil die Schüssel ein Loch hatte, stellte er sie in eine Wanne, in der ein Loch war. Darum stellte er die Wanne in ein großes Becken. Freilich bemerkte er nun, dass das Becken ein Loch hatte. Doch der Mann wusste sich zu helfen und warf das Becken mit der Wanne, mit der Schüssel, mit dem Eimer, mit dem Loch in das Meer vor seinem Haus. Von nun an hatte er seine Ruhe und hörte keinen Tropfen mehr. Ein Mann, der unter anderen Umständen gar nicht erwähnenswert wäre, kam, ich erwähne das hier nur am Rande, eines Morgens aus einer Tür. Alles, was wir erwarten, ist jetzt ein Schuss, ein Stoß oder Sturz. Das ist wirklich nicht viel verlangt. Wenig Erfreuliches ist von einem Mann aus Goms zu berichten, der einen Abhang herabsprang, weil er uns seine Ansichten mitteilen wollte. Infolge der großen Geschwindigkeit konnte er aber kein Wort herausbringen. Er war derart erschöpft, dass er,
als er unten ankam, umsank und schwieg. Mir ist, wie man bemerken wird, dieser Mann nicht so wichtig. Man wird auch bemerken, dass es mir völlig unmöglich ist, seine Ansichten, die ich für grundfalsch halte, im Rahmen eines so kurzen Artikels auch nur einigermaßen ausführlich zu behandeln. Zumal er gerade aufsteht und geht, ohne sich um die Aufregung zu kümmern, die sein Auftritt verursacht hat. Es ist lange her. Aber eines Tages sagte ein Mann, der irgendwo stand, hier kann ich nicht stehen bleiben. Er hatte einen Revolver in der Hand. Er hatte diesen Revolver oft in der Hand. Immer ungeladen, denn erstens hätte der Schuss doch einmal losgehen können. Zweitens verstand er sich nicht auf Revolver. Drittens lud er seinen Revolver nicht, weil noch niemals ein Mensch auf den Gedanken gekommen war, dass dieser Revolver ungeladen sein könnte. Und da jedermann annahm, dass der Revolver geladen war und im geeigneten Moment losgehen würde, war es nicht nötig, ihn zu laden. Überhaupt fiel in dieser Gegend nichts vor, was ein Revolver erforderlich gemacht hätte. Also steckte der Mann den Revolver in seine Tasche, allerdings griffbereit, und ging. Es war höchste Zeit. Eine Anzahl merkwürdiger kriminalistischer Ereignisse, die der Rede wert wären, enden leider so unpassend, dass ich sie einem gemischten Hörerkreis nicht zumuten kann. Ich kann allenfalls von einzelnen Fällen sprechen, wenigstens aber von einem Fall, in dessen Verlauf ein Mann eine fürchterliche Entdeckung macht. Dieser Mann, sein Name ist Brammer, tritt auf die Straße und entfaltet wegen des regnerischen Wetters den Schirm. Wer den Mann sieht, muss denken, Herr Brammer gehe spazieren. Doch er geht nicht spazieren. Er heißt auch nicht Brammer. Er hat mich lediglich gebeten, ihn Brammer zu nennen. Nun ist nichts Anstößiges mehr an der Sache. Die Sache ist klar. Als ich einmal die Treppe hinaufging, kam mir von oben kommend ein großer, lachender Mann entgegen. Wir waren beide derart überrascht von dieser Begegnung, dass wir keine Zeit hatten, einander zu grüßen. Ich kannte den Mann nicht, hatte aber das Gefühl, dass die Geschichte, die ich begonnen habe, anders hätte ausgehen können als die, die ich hiermit beende.
wird erzählt, dass eines Tages ein Mann mit ungefähr 15 anderen Männern an mir vorbeiging. Dabei soll er, sagt man, mir plötzlich zugenickt haben. Er war aber derart von anderen Männern verdeckt, dass ich ihn kaum zu Gesicht bekam. Und dennoch glaube ich, dass ich etwas sah, von dem ich heute noch glaube, dass es sein Hut war, den er erhoben hatte, um mich zu begrüßen. Mir schien auch, dass er einen recht fröhlichen Eindruck machte, aber im Inneren des Mannes sah es vielleicht ganz anders aus. Kürzlich warf ein Bergsteiger, ein Mann aus Goch, eine abgenagte Kalbshaxe in eine Schlucht. Der Knochen traf einen anderen Mann, der gerade Brotzeit machte, an der Stirn. Das ist der Anfang des Ganzen. Am Ende stehen Worte, aus denen die Geringschätzung des menschlichen Lebens hervorleuchtet. Das genügt. Alles andere wäre gelogen. Ein Mann, ein Former oder vielmehr ein Farmer, kam nach Fermo, das in Italien liegt, um eine Farm zu kaufen. Er erzählte von einer Formel, mit der er das Interesse der Welt auf sich lenken und sein Glück machen werde. Eine Zeit später äußerte er die Absicht, eine Firma gründen zu wollen, verschwand aber kurz danach in Formosa. Im folgenden Jahr fand man ein Formular, in dem eine treffende Formulierung über die Form eines zu entwickelten Hutes zu lesen war. Wir haben es mit einem Mann von Format zu tun. Sein Name war Scheitzhofer. Vor einer Hütte, auf einem umgehauenen Baumstamm, hat sich soeben ein Mann, der seinem Reiseanzug nach offenbar aus weiter Ferne kommt, niedergelassen. Er stützt sein Kinn auf die linke Hand und betrachtet mit nachdenklichem Ausdruck einen anderen Mann, der einem dritten Mann, der sich im Innern der Hütte befindet, ein paar Worte zuruft. Offenbar ist der eine Mann für die zwei anderen Männer eine fremde Person. Und da die Hütte so versteckt liegt, dass nur wenige Männer, die nicht im Walde zu Hause sind, daran vorbeikommen, ist es natürlich, dass besonders der Mann in der Hütte über die ungewohnte Erscheinung ein wenig verdutzt ist. Umgekehrt ist es aber auch nicht viel anders. Da sich diese Geschichte vor nicht allzu langer Zeit in der Wirklichkeit ereignet hat, ist der Rest leicht zu erraten. Musik.
Ein Mann, der sich für einen Bäcker ausgab, kräftig gebaut, 40 Jahre alt, vielleicht aber auch älter war, trat unter dem Vorwand, ein Bier, und zwar ein sogenanntes Maß zu trinken, in eine Wirtschaft hinein. Ein Anlass, über ihn zu reden, gibt es nicht. Als er das Bier getrunken hat, ging er schweigend hinaus und die Straße hinab, wo man ihn um eine Ecke biegen sah. Unter den Hörern in Ulm, die ein sehr großes Interesse an meinen Geschichten zu haben scheinen, ganz besonders an denen, die meine Reise durch die Antarktis beschreiben, war auch ein Mann, ein gewisser Blend, ein ziemlich beleibter und kürzlich an den Folgen dieser Beleibtheit verstorbener Mensch. Eines Abends hatte Herr Blend ein schreckliches Knistern gehört und bemerkt, wie das Bahnhofshotel von Brix, in dem er ein Zimmer bewohnte, zu schwanken begann. Als er ins Freie trat, sah er, wie um ihn herum die Erde platzte. Er sprang über sehr bedenkliche Risse hinweg durch das Direktionsgebäude der Brixer Bergwerksgesellschaft, das hinter ihm lautlos zusammenfiel. Dabei war er ganz still. Er redete nicht. Er sprang vielmehr wortlos davon, und darum will ich das Gleiche tun. Ich schweige, um die Hörer für andere Ereignisse zu schonen. Ein Mann, ein Posaunist. Niemand weiß, wo er herkam, wurde bei einer Wanderung durch das Zillertal am Donnerstag von einem Unwetter überrascht und dabei von einer Sturzflut mitgerissen. Niemand weiß, wohin er verschwand. Ein Mann, ein Geiger, hatte das Geigenspiel in vollkommen neue Bahnen gelenkt. Man darf behaupten, dass weder vor ihm noch nach ihm ein größerer Geiger auftrat als er. Einmal kündigte er einen musikalischen Scherz an. Man war gespannt, zumal es eine gewisse Zeit dauerte, bis er mit seiner Geige erschien. Namentlich die Damen waren außer sich, als er sie endlich ans Kinn setzte. Hinterher aber meinte die Gräfin Kuh, dieser Scherz sei wohl doch nicht so bedeutend gewesen, wie man erwartet hatte. Musik.
Im Januar des vergangenen Jahres mietete ein Mann namens Hottwanger in Worms ein möbliertes Zimmer. Man beschrieb ihn als einen sauberen, sparsamen Menschen. Er lebte still und suchte gelegentlich in den Vormittagsstunden eine passende Stelle im Park auf, von wo er die Kaffeehausmusik, die er zu schätzen schien, hören konnte. Zur gleichen Zeit saß im Kaffeehaus ein Mann namens Horn. Er sah Hottwanger vorübergehen, winkte ihm aber nicht zu, da er von Hottwanger nie etwas gehört hatte. Sogar der Name Hottwanger war ihm unbekannt. Eine Meldung von einem Geschehen, das einen verhältnismäßig günstigen Ausgang genommen hat, kommt aus Mol, wo ein Mann einem anderen Mann einen Eimer, den er in einem Bach, der in der Nähe vorbeikroch und in der liebenswürdigsten Weise den Berg hinabglitt, durch den zart zergehenden Schnee, unter den wehenden Weiden sich sanft vergrößernd weich in den freundlichen Fluss hineinrann, der im stillen, mondscheinbeschienenen Meer zerfloss, mit Wasser gefüllt hatte, mit einem einzigen kalten Schwung über den Kopf goss. Ein in Goms lebender Mann hatte einen Sohn. Dieser, ein kräftiger Bursche, zeichnete sich durch grobes Herumtreiben, Wirtshausleben und übelste Geldschändung aus. Dabei wurden Getränke nicht nur getrunken, wie es in allen Wirtshäusern üblich ist, sondern auch auf die Erde gegossen, wenn es dem Übermut des genannten Mannes gefiel. Einmal wurden sogar mehr als 3 Dutzend Flaschen in einen dem Wirtshaus benachbarten Teich geschleudert. Damit nicht genug. Zu seinen Wirtshausbelustigungen gehörte es auch, die ausgesuchtesten Speisen auf die Straße zu werfen, ganze Schinken, Schnitzel, Kartoffeln und Süßspeisen, Suppengemüse und Teigwaren, dabei besonders Nudeln. Wer einigermaßen mit ihm in Berührung kam, wurde mit kleinen Geschenken erfreut. Ein Musikfreund erhielt eine gute Geige, ein Raucher 2 Tabakspfeifen und mehr. Eines Nachts geriet dieser Mann in eine Rauferei, die am folgenden Morgen durch einen einzigen furchtbaren Schlag beendet wurde. Ich bin überzeugt, mit diesem Schlag den Geschmack meiner Hörer, die sich gern in Erstaunen versetzen lassen, getroffen zu haben. Musik.
Ein Mann schwang sich hinaus. Man sah ihn über die Brüstung springen und über den Hof laufen. Ein finsterer Mann mit verschlungenen Armen und schlechten Erfahrungen. Bei guter Sicht erkannte man auch den Wald. So verging, glaube ich, dieser Winter, und darum wollen wir eine kleine Pause machen und Atem schöpfen. Ein Mann von gewissem Ansehen, der unser wärmeres Interesse nicht verdient, an den jede Liebkosung mit Worten eine ganz nutzlose Verschwendung wäre, wird in der nächsten Zeit in Olm auftauchen. Er wird im Verlauf der Dinge bei allen Theatervorstellungen zu sehen sein, wird zwei oder drei Schauspielerinnen unter seinen Schutz nehmen, die Tochter einer Näherin zu schlechten Gewohnheiten überreden, sie von einem Chauffeur ermorden lassen und zuletzt ganz mittellos überall und immer herumborgen. Denn sein Abstieg geht in der größten Geschwindigkeit vor sich. Man wird ihn gerichtlich belangen, nichtsdestoweniger aber in den vornehmsten Kreisen zigarrendampfend wiedersehen. Kurz, er wird alles Mögliche tun, um diese Geschichte, wie es der Hörer wünscht, zu einem schlechten Ende zu führen. Um ein Beispiel anzuführen, will ich einen Mann erwähnen, der vor ungefähr 20 Jahren in Berlin eine gewisse traurige Berühmtheit erlangte. Dieser Mann, seinen Namen will ich verschweigen, hatte bessere Tage gesehen und eine höhere Bildung genossen, war aber schließlich bis auf die tiefste Stufe menschlicher Verkommenheit hinabgesunken. Welches Ende er später genommen hat, ist mir nicht bekannt. Aber es ist ja auch nur ein Beispiel. Es dürfte durchaus nicht unmöglich sein, sich vorzustellen, dass ein Mann, dem meine Art, Geschichten zu erzählen, nicht zusagt, in die Stube tretend ausruft: Meine Herren, es muss doch eine andere Möglichkeit geben, eine Geschichte von einem Mann zu erzählen. Ob es in früheren Jahren auch so war, wissen wir nicht. Wir wollen es, weil es zwecklos ist, auch gar nicht wissen. Wir wissen aber ganz gut, dass es jetzt so ist. Darum ist es wahrscheinlich das Wichtigste, unser Interesse auf den folgenden Fall zu richten, zumal es Leute gibt, die der Meinung sind,
das sei etwas ganz Gewöhnliches und Alltägliches. Drei Tage lang ist ein Mann im Einkaufszentrum von Utrecht auf der Suche nach dem Ausgang umhergeirrt. Er hatte im vorösterlichen Gedränge die Orientierung verloren. Nach seiner Rettung erklärte der Mann, er habe es nicht gewagt, nach dem Ausgang zu fragen. Ein Mann hatte vergessen, wie groß die Welt ist und wie wenig es genügt, gut zu Fuß zu sein, um von da, wo er war, bis an die Stelle zu kommen, die man ihm als recht hübsch und aussichtsreich empfohlen hatte. Er machte sich also auf den Weg, doch er hätte sich diese Mühe sparen können. Das war allerdings noch das Geringste. Das Ärgste kommt noch. Ein Mann hatte sich bei einem Spaziergang verlaufen. Man hat ihn niemals wiedergesehen. Der Versuch, sich den hiesigen Verhältnissen zu entziehen, trieb einen Mann aus dem Land. Er erhob sich von seinem Tisch, aber bevor er ging, suchte er etwas zum Fortgehen Wichtiges in seiner Hose. Ich weiß nicht mehr was, er fand es auch nicht. Dagegen fand er etwas, das er schon lange gesucht hatte und das er zum Hierbleiben gut verwenden konnte. Danach setzte er sich und blieb. Mit den hiesigen Verhältnissen fand er sich ab. Ein Mann hatte die Absicht, die Welt zu Fuß zu durchwandern und war am Vormittag losgegangen. In der Mittagszeit hielt er an, um sich beim Hörer beliebt zu machen.
Er erzählte von der Stadt Bex und machte eine recht hübsche Bemerkung über Bux, der sich bald ein paar passende Worte über Bitch anschlossen. Ehe wir uns aber in Bitch richtig auskannten, befand sich der Mann schon in Brigg, von wo er in einem einzigen Bogen nach Lax ging, natürlich nicht ohne einen der kleinen Abstecher nach Gletsch erwogen zu haben. So plauderte er sich durch den Kontinent, er streichelte die Gegenstände der Natur, aber auch die gebuckelten Viadukte, die langen, aus tiefen Schluchten hervorbrechenden Brücken, er schlüpfte über das Wasser und durch die Luft. Kurz darauf fesselte er unsere Aufmerksamkeit mit etwas ganz anderem. Die Orte schwirrten vorbei. Dieser Mann schrie nicht, er redete nicht einmal laut. Ich würde sagen, er flüsterte. Ein Mann, ein gewisser Lang, wanderte aus nach Amerika und hieß eines Tages Faust. Aber das will nichts heißen. Es gehört eigentlich gar nicht hierher. Zwei Männer trafen sich eines Tages in Minnesota. Von dieser Begegnung wäre wenig zu erzählen, wenn nicht der eine von beiden, ein Mann aus Nebraska, plötzlich ein Kratzen im Hals verspürt hätte. Er hustete kräftig und hatte danach eine Kugel im Mund, die ihm 40 Jahre lang in der Brust gesteckt hatte und die er nun auf den Boden spuckte. Das Geschoss hatte ihn in Ohio erreicht, als er im Alter von 18 Jahren die amerikanische Unabhängigkeit feierte. Viele Leute, die bei dem Vorfall anwesend gewesen waren, behaupten jedoch, dass gar kein Schuss gefallen sei, dass dieser Mann nur von der Möglichkeit eines Schusses getroffen worden war. Wir wollen den Fall nicht noch einmal aufgreifen. Ich gebe aber dem Hörer hier die Gelegenheit, sich von seiner besten Seite zu zeigen. Nun springt mit Pfeife und Frack ein Mann von der Brücke in San Francisco. Der Mann heißt Kirk und verlässt diese Welt, von der er nichts hält, mit einem ungeheuren Platschen. Er lässt nichts zurück als einen beschriebenen Zettel. Aber die Worte, die darauf stehen, kann man nicht lesen. Er hat eine schlechte Handschrift. Wo wollen Sie hin? Soll man Kirk gefragt haben, bevor er hinabsprang. Das sehen Sie doch, soll er geantwortet haben.
Mehr ist von diesem Fall nicht bekannt. Es ist ohnehin schon fast dunkel geworden. Ein Mann, ein Inländer, zurzeit aber im Ausland lebend, ließ seine Zigarre im Munde herumwandern. Der Rauch, der wahrscheinlich infolge einer Vergesslichkeit im Körper zurückblieb und nicht mehr zum Vorschein kam, erschien plötzlich doch. Er kam aus der Tiefe dieses Mannes heraus und es war eine Sehenswürdigkeit, wie dieser Mann die Zigarre zum Fenster hinauswarf, in diese Landschaft hinein, auf eine derart abschließende Weise, als wolle er niemals wieder in diese Landschaft hinaussehen, ja, als sei alles, was in dieser Landschaft zu sehen war, endgültig oder jedenfalls für heute nicht mehr der Rede wert. Eines Tages fiel ein Mann vom Stuhl. Er saß, wie berichtet wurde, auf die gewöhnlichste Weise auf einem Stuhl und fiel plötzlich herunter. Als er am Boden lag, sah er plötzlich auch einen anderen Mann, den er zuvor gar nicht beachtet hatte, vom Stuhl fallen und kurz darauf einen bisher noch nicht in Erscheinung getretenen dritten Mann. Als alle am Boden lagen, begann die Sache erst richtig. Plötzlich fiel auch ein vierter Mann vom Stuhl. Aber das war noch nichts im Vergleich zu dem, was später passierte. Ein Mann, der einen überzähligen Finger hatte, besaß vier Söhne. Es wäre nun leicht, von diesen vier Söhnen zu reden, aber das tun wir nicht. Wir begnügen uns vielmehr damit, von diesem einen überzähligen Finger zu reden, mit dem der Vater, so wird vermutet, eines der größten, entsetzlichsten Verbrechen unserer Zeit ausgeführt haben soll. So stark und dringend diese Vermutungen allerdings sind, so sind es doch nur Vermutungen.
und auch die Berichte von anderen Verbrechen, die, was in solchen Fällen oft vorkommt, große, entsetzliche Verbrechen sind, stützen sich nur auf Vermutungen. Vermutungen aber sind unsere Sache nicht. Ein Mann kam wortlos mit einem sehr kleinen Dampfer an und verließ diesen Dampfer mit ruhigen Pfeifenzügen. Nach einiger Zeit bestieg er den Dampfer wieder und fuhr rauchend davon, seine Pfeife am Rettungsboot ausklopfend, ruhig und gründlich, ohne ein Wort zu sagen. Er überließ sämtliche Worte mir und ich schreibe sie bei Gelegenheit auf. Eines Tages wird es geschehen. Ganz ohne Veranlassung musste ein Mann plötzlich gähnen. Und zwar hier, vor unseren Augen. Das veranlasst uns, diese Geschichte, die wir gerade begonnen haben, augenblicklich zu beenden. Am Ende einer Verwirrung sprangen zwei Männer vom Dach eines Hauses herab. Der eine fiel auf die Straße, wo er sich unter die Menge mischte. Der andere stürzte in einen Kanal und schwamm durch das schwarze Wasser zum gegenüberliegenden Ufer. Einem Schleppkran, an dem er vorbeikam, rief er ein lautes Grüß Gott zu. Aber nun geschah etwas, womit niemand an dieser Stelle gerechnet hatte, in diesem schweren, trägen, dick in die Dunkelheit hineinfließenden Moment. Das ist eine, trotz ihres blutigen Ausgangs, eigentlich doch recht hübsche Geschichte. Ein Mann, es gibt mehrere Männer hier, Hunderte, Tausende, wenn nicht noch mehr, aber dieser eine Mann, von dem ich jetzt spreche, dieser eine Mann, der selbst offenbar wenig Freude daran hat, dass ich ihn erwähne,
hatte in seinem Gesicht etwas Bedrücktes, Herumgestoßenes, etwas Ungeliebtes. Er hantierte mit einer gewissen Zartheit an Retorten und Röhren, ergriff sie und hielt sie mit großer Sanftmut gegen das Licht. Sein Gesicht hatte nun einen wartenden Ausdruck, einen Ausdruck feierlichster Geduld und Bescheidenheit. Seine Worte, die ich hier mit meinen Worten wiedergebe, seine Worte waren wie abgebissen. Sie fielen einzeln heraus aus dem Mund und dabei fielen sie ganz zerquetscht, ganz zerknackt heraus, haarlos, ganz nass. Man sah jetzt sein finster leuchtendes Gesicht, das auf die Wirkung der Worte zu warten schien. Er war freilich damals schon taub und hatte längst die Erinnerung an die große Gewalt der Töne verloren. Es dauerte eine Weile, bis man verstand, was er sagte, und es wird eine Weile dauern, bis man versteht, was ich meine. Ein Mann zog die Aufmerksamkeit der Welt auf sich, indem er mehrmals hintereinander einen Revolver abschoss und danach im Nebel verschwand. Im Wohnzimmer warf ein anderer Mann seinen Hut auf den Tisch und verschwand ebenfalls. Noch am gleichen Tag wurde ein dritter Mann im Süden von Sems auf dem Fahrrad vom Schneesturm erfasst und verschwand. Etwas anders war es in Tampa, wo seit Jahren kein Schnee mehr gefallen ist. Dort verschwand eines Abends ein Mann in einer Zigarrenfabrik im Rauch der Zigarren. Kurz zuvor war in Bonn zu einer Spazierfahrt ein Mann in den Bus gestiegen. Er fuhr nach Bordeaux und verschwand. Ein weiterer Mann verschwand in dem Augenblick, als er sich nach Amerika einschiffen wollte. Ein siebenter Mann, ein achter, ein neunter Mann, alle verschwanden. Ein zehnter Mann schließlich, ein guter Beobachter der Verhältnisse in den Bergen, verschwand in der dünnen Luft des Karwendelgebirges. Ein elfter Mann war schon verschwunden, bevor man die Einzelheiten erfuhr. Es war ein ganz unbedeutender Mann, der kaum Anlass zum Nachdenken bot. Der Tag war vergangen und viele Männer waren verschwunden, darunter auch ein Bankier, der im Luxus lebte. In einem weichen, wehenden Mantel sah man ihn um die Ecke biegen. Am Ende war alles verschwunden. Die Nacht und der Tag, der Hut und der Tisch, der Wind und der Regen vor diesem Fenster, die Worte in meinem Mund und natürlich auch diese Geschichte, die gewiss zu den ungefährlichsten Geschichten gehört, die ich jemals erzählt habe. Mir liegt wenig daran, die Geschichte, die ich jetzt erzählen werde, zu erzählen. Ich könnte ebenso gut wie Sie
auf diese Geschichte verzichten. Ich könnte auf alle Geschichten verzichten, obwohl ich gelegentlich gern ein paar Mitteilungen mache. Nur fürchte ich, dass Ihnen diese Mitteilungen längst bekannt sind, weil ich sie schon an anderen Stellen gemacht habe. Ich bin also der Meinung, dass es ganz überflüssig ist, weiterzureden. Weil aber das Überflüssige zuweilen etwas Reizendes hat, sollen Sie wenigstens den Schluss der Geschichte hören, den letzten Satz, der etwa folgendermaßen aussehen würde. Der Mann erhob sich und war froh darüber, dass alles gut ausgegangen war. Ich weiß, wie angenehm dieser Satz so für sich gesprochen klingt. Deshalb überlasse ich Sie jetzt diesem hübschen Gefühl und entferne mich. Sie werden mein Entfernen gar nicht bemerken.